Sag hallo. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Assassin's Creed Unity. Und wir haben gerade eben nur so ein paar Leute abgemuxt, weil wir das Geld in der Kiste haben wollten. Hatte der gerade Schweißflecken unter den Achseln? Stimmt, ah ja, so. Dieses Training und so weiter macht ja so, ist ja so anstrengend und so weiter, da kann man ruhig mal Schweißflecken unter den Achseln haben. So, komm, töte ihn. Perfekto. Gut, dann, ja, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir laufen jetzt zur zur Hauptmission. Ja, genau. Das machen wir auch. Und zwar müssten wir, glaube ich, noch einen Goldschmied namens Giovanni finden, der uns dann mit etwas Glück und ein wenig Folter nur sagt, wer diese komische vergiftete Silbernadel für wen er die angefertigt hat. Damit wir den anderen, der dann schuld ist, endgültig zu Stecken bringen können. Hoffe ich zumindest. Sonst wäre das Ganze doof. Nun, wenn das nicht verdächtig ist, was dann? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollten wir da reingehen. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir über die Dächer gehen, denn über die Dächer gehe ich am liebsten. Und da hier oben so ein schönes Seil ist. Ich war gestern in deiner Schenke. Du verkaufst mehr, als du ins Mund bist. Aber keine Geschäfte mit uns gleichen. Würde ich sagen, laufen wir hier drüber. Zumindest glaube ich das. Was ist das hier für ein Zeichen? Ah, das ist so ein Wappenschild-Dingsbums, irgendwie was. Was man benutzt. Glaube ich. Meine ich. Habe ich den gerade einen Kopfschuss gegeben? Ach nee, der bringt den ja um. Das ist ja scheiße. Wieso bringen die den um? Er sollte doch die anderen umbringen. Das ist jetzt gerade nicht so klug gelaufen. Wir haben auf jeden Fall die geile Zipfelmütze an, ja? Es wird... Diese Zipfelmütze... Wird... Komm, schleich. Zu langsam. Träge wie Molasse. Da bist du ja. Schleich. Ich gebe den ja, und einfach ab, okay. Da hilft selbst die Zipfelmütze nicht, ja? Jetzt kommen auch noch die Leute rauf und wollen uns von oben aus abmurksen. Was ich eigentlich nicht haben möchte. So, und da vorne ist unsere Zielperson. Gut, ich glaube... Ne, hier, von hier aus kommt man nicht rein, oder? Ne, hier ist alles voll, hier ist keine schöne Sache. Schade. Es wäre ziemlich witzig, wenn man einfach durchs Fenster zu dem laufen kann, aber... Es ist natürlich nicht so, warum sollte es auch so sein? Komm, den kriegen wir jetzt auch noch gemurkst. Oh. Lauf. Super. Hab ich dich. Auf geht's. Och nee. Verdammt. Was bezahlst du?
Okay, dann eben ein paar Leute umbringen. Das finde ich übrigens schön, dass man jetzt nicht mehr so einfach desynchronisiert ist, wenn man irgendwo entdeckt wird, sondern man hat noch Zeit, die Wachen zu erledigen, und dafür ist das Kampfsystem schwieriger. Das finde ich allerdings auch sehr schön, dass das Kampfsystem schwieriger ist. Das alte fand ich, ziemlich einfach. Zu einfach. Das macht jetzt richtig Spaß, auch wenn man öfters stirbt. Sozusagen. So, diesmal schaffen wir es. Nein, natürlich nicht. Geht doch. Wir sind jetzt einfach nur auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder rausgelaufen. Super. Ich frag mich, ob man das auch ohne die umzubringen hätte machen können. Monsieur Germain, der Silberschmied. Danke Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Keine Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter. Der hat zwei unterschiedliche Augenfarben. Dann folgt mir und bleibt ruhig. Oh, wie schön. Eine Beschützermission. Oder so ähnlich. Das heißt, alle töten, die im Umkreis da sind. Ist da irgendjemand? Ja, und wir haben keine... Doch, wir haben noch eine Pistole, oder? Und jetzt zum Vergnüglichen! Ich lass dich ausbluten! Los jetzt! Ja, so macht man das, ja? Das ist doch viel zu... simpel. Oh. Du solltest nicht zu nah an den Monsieur Jamar kommen. Bring ihn um. Hallo, nicht. Aua. Wieso habe ich jetzt auf die falsche Taste gedrückt? Okay, auf Treppen zu kämpfen ist ziemlich einfach. Weil die Leute dann nur von zwei Seiten kommen können. So dicht können wir jetzt auch noch abschießen, ja? Wir müssen weiter. In Ordnung. Komm, wir brauchen noch ein bisschen Munition. Ich hoffe, ihr habt noch was. Ne, haben die leider nicht. Gut, dann, ja. Wieso gibt es hier eigentlich überall Dietrich, überall so Schlösser? Muss man hier dran vorbei oder muss man hier nicht dran vorbei oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss er sterben. Hier entlang. Wie ihr wünscht. Monsieur Germain klingt irgendwie etwas eintönig. Moment. Komm, die kriegen wir, ohne dass das andere sehen. Ja, den kriegst du auch noch. Perfekt. Ach, Manno. Komm. Super. Folgt mir. Ich würde sagen, das war's. Passt auf die Dächer auf. Sie postieren ihre Wachen oft auch dort. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener?
Ja gut, dann ab nach oben. Komm, bring ihn einfach um. Ah, du sollst ihn umbringen. So, und jetzt den anderen auch noch. Wir sind doch jetzt nicht tatsächlich wegen diesem Typen da gestorben. Doch sind wir super. So, auf ein neues. Und ich habe gerade mir mal das Ganze angehört und meine Ernüchterung klang ich etwas betrunken. Ich bin aber nicht betrunken, weil ich nicht trinke. Dann bring ihn einfach um und dann den nächsten, ohne dass er auf mich zielt. Cool, der sieht mich nicht mal. Ja, genau. Machen wir das Ganze mal so. Ist viel einfacher als sonst. Und ab nach unten. Los. Perfekt. Oh. Achtet auf eine Falle. Hey. Lanzenkämpfen ist unfair. Ich glaube, ich sollte mir vielleicht auch mal so. Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück. Gütiger Gott. Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Ich glaube, ich sollte mir auch eine lange Lanze zulegen. wäre vielleicht sinnvoll. Denn dann muss ich nicht immer so nah in den Innenfight gehen. Sozusagen. Ey. Die sollten uns nicht sehen. Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Al-Oble. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. Das ist auch ziemlich sinnvoll. Und damit haben wir die Erinnerung abgeschlossen. Und ich finde es super, dass ich wieder mal meinen Soundbug habe. Ich habe öfters, ich habe eigentlich seit sozusagen Beginn, seit mir der PC bei meiner ersten Call of Duty Aufnahme abgestürzt ist, habe ich nur Soundbugs. Das ist nicht auszuhalten. Das ist eigentlich ziemlich schade. Aber egal. Wir laufen jetzt zu unserem Ausguck und ich werde jetzt die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.